350 Euro am Tag ohne Startkapital mit Dropshipping. Ziel ist es in diesem Video, ja, mit dieser Methode 350 Euro pro Tag mit Dropshipping zu verdienen, mit weniger als 50 Euro Startkapital und maximal 30 bis 60 Minuten Zeitaufwand pro Tag, damit auch du bald mal solche Umsätze hast, wie hier zum Beispiel einer meiner Shops in einem Quartal 104.000 Euro. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Und zwar, erstmal möchte ich euch erklären, was man nicht machen sollte, was einfach nicht mehr funktioniert, um 350 Euro am Tag mit Dropshipping an Profit zu verdienen. Und zwar das AliExpress Dropshipping mit langen Lieferzeiten. Das ist heute einfach nicht mehr up to date. Das funktioniert einfach leider nicht mehr, denn Kunden wollen nicht mehrere Wochen auf ihr Produkt warten, sondern wollen schnelle Lieferzeiten und auch gute Qualität. Und das bekommen wir mit AliExpress einfach nicht hin. Dann Facebook Ads mit Creatives, die nach Werbung schreien. Also ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ihr werdet alle schon mal Werbung gesehen haben auf Social Media, irgendwelche Produkte, die einfach schon nach Werbung schreien. Und kein Mensch möchte etwas verkauft bekommen und Werbung ist eigentlich tendenziell immer was Negatives und deswegen funktionieren solche Creative, solche Werbevideos auch einfach überhaupt nicht mehr und Facebook Ads funktionieren auch nur noch für Fortgeschrittene, einfach aus dem Grund, wenn du nämlich als Anfänger mit einem Facebook Ad Account reinstartest, hat der Pixel, den man da erstellen muss, keine gesammelten Daten, der fängt bei Null an, du hast auch keine Kundenliste, die du ihm füttern kannst, um schon Daten zu haben. Die Werberichtlinien werden immer strenger und es kann ruckzuck passieren, dass einfach dein Account gesperrt wird. Deswegen ist das eine Strategie, die einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Kein Branding oder Reichweite aufbauen, ja irgendwie 0815 General Store einfach immer Produkte reinpacken und nur verkaufen, ohne ein richtiges Branding oder auch Social Media Reichweite. Das funktioniert langfristig auch einfach nicht mehr, denn gerade, sage ich mal, die meisten Dropshipper, auch die von früher, die jagen einfach nur Neukunden. Und das ist einfach nicht Sinn der Sache, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Bestandskunden pflegst. Deswegen bitte das hier nicht mehr machen und ich zeige dir im Endeffekt, wie es richtig geht. Und zwar das neue Dropshipping. Schnelle Lieferzeiten mit Private Agents, das sind Dienstleister, die dein Fulfillment abwickeln, die schnellere Lieferzeiten haben, bessere Produktpreise, bessere Kommunikation oder EU-Händler, damit du da wirklich auf vernünftige Lieferzeiten von 3 bis maximal 10 Tagen kommst. Authentisches Marketing, welches nicht nach Werbung aussieht, das ist ganz, ganz essentiell. Und da gibt es zwei Sachen. Einmal Empfehlungen, zum Beispiel durch Influencer-Marketing. Wenn Influencer etwas vorstellt, dann sieht das auch nicht nach Werbung meistens aus, wenn die es gut machen, sondern das sieht nach einer Empfehlung aus. Oder UGC-Content, User-Generated Content, also Content, der wirklich von, ja, ich sag mal, normalen Menschen ausgeführt wird, wie du und ich, wenn wir jetzt einfach ein Produkt vorstellen würden. Hier zum Beispiel nehme ich immer gerne einfach jetzt hier mein iPhone, ja, ich stelle das vor, sage, hey, das hat eine schöne Kamera und halte das irgendwie in die Kamera und mache daraus ein Video. Das sieht dann nicht nach Werbung aus, sondern eher nach einem Review, dass ich das vorstelle. Und das kommt einfach authentisch an und die Leute wissen bzw. sehen es nicht sofort als aggressive Werbung an. Dann natürlich Branding und Reichweite aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man langfristig das Ganze sehen möchte. Das bedeutet, wenn du natürlich möchtest, dass du mit Dropshipping länger als 2 Wochen Geld verdienst oder 1 Monat, dann ist es essentiell wichtig, dass du natürlich dir ein Branding aufbaust von Beginn an, ja, und auch eine Reichweite. Gerade eine Reichweite ist super, super wichtig und umso länger du das Ganze durchziehst, umso stärker profitierst du davon. Dann natürlich Kundenbindung stärken, um wiederkehrende Kunden zu haben. Also nicht nur immer die Neukunden jagen. Natürlich brauchen wir auch Neukunden, keine Frage. Aber du musst auch deine Bestandskunden pflegen und denen immer mal wieder was anbieten, damit sie bei dir kaufen. So, und wie wir das Ganze machen, da gehen wir jetzt rein, und zwar die Strategie. Die ist relativ simpel, ja, und die werde ich dir jetzt einmal im Detail erklären. Und zwar UGC-Videos erstellen und auf sämtlichen Plattformen posten. Das kostet dich kein Geld, denn diese Videos kannst du super simpel selbst herstellen. Ich habe dir auch mal Beispiele mitgebracht, damit du dir das vorstellen kannst. Für viele Anfänger, die denken sich, UGC-Content, was ist das? Keine Sorge, ich habe da auch Beispiele, dann wirst du das Ganze näher verstehen. Und auf Plattformen posten, also Social-Media-Plattformen, ich empfehle da Priorität. TikTok Nummer 1. Weil wir auf Video-Content gehen und da ist TikTok einfach für Short-Video-Content am besten geeignet. Dann Instagram,
YouTube auch. YouTube wird von vielen Dropshippern unterschätzt. Es gibt ja YouTube Shorts, also auch so Kurzvideos wie bei TikTok und Instagram. Es gibt aber auch die langen Videos. Ja? Da kommen wir später drauf zu. Dann Facebook, weil bei Facebook ist es so, da hast du am schlechtesten organische Reichweite, also die organische Reichweite dort ist wirklich schlecht, außer bei Videos, da ist die noch ganz gut, und Pinterest. Das sind also hier die fünf Plattformen, auf die wir uns fokussieren, und genau mit der Priorität arbeiten wir auch dabei. Und zwar, wir betreiben TikTok Research und suchen uns erstmal ein Produkt raus und schauen erstmal, okay, was für Videos kommen denn an, und machen uns da Tipps zu. Hier, auch hier wieder, bei diesem Video, das Doc-Dokument packe ich dir unten in die Videobeschreibung wieder rein, dass du dir das Ganze nochmal in Ruhe anschauen kannst, denn auch hier sind wieder weitere Docs hinterlegt, Links hinterlegt, dass du dir das alles in Ruhe anschauen kannst. So, wir gehen jetzt einmal auf TikTok Product Research Methode. Wie die aussieht, ist relativ simpel. Du gehst auf TikTok und gibst in dem Suchfeld einfach mal Begriffe ein wie TikTok Made Me Buy It, TikTok Products, Amazon Bestselling Products, Amazon Bestsellers, AliExpress Bestselling Products. So, und wenn du das machst, wirst du lauter Produkte finden bzw. Videos finden von Dropshipping-Produkten. Und das Coole hierbei ist einfach, du kannst genau schauen, wie das Produkt ankommt. Du kannst es an der Klickzahl sehen, wie viele Aufrufe das hat. Du kannst es an den Kommentaren sehen, an den Shares. Und dann kannst du das Ganze für dich, ja, im Endeffekt kannst du dann entscheiden, ob das was ist oder nicht. Und wichtig ist aber hierbei, dass wir die Begriffe auch auf Englisch eingeben und schauen, dass wir wirklich international gucken und nicht national, denn der internationale Markt, der ist dem Dachraum immer einen Schritt voraus, meistens sogar mehrere Jahre. Und wenn jetzt ein Trend in Amerika ist, kann es sein, dass dieser Trend in Deutschland im Dachraum noch überhaupt gar nicht angekommen ist und du dann einer der Ersten bist, der das Ganze für dich beziehungsweise ja im Dachraum als einer der Ersten etablierst, und so kannst du natürlich extrem davon profitieren. Und das ist der Hintergedanke, deswegen immer international schauen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil wenn schon etwas national viral geht, dann ist der Zug meistens einfach schon abgefahren. Und ich habe einfach mal hier ein paar Beispiele mitgebracht. Die schauen wir uns natürlich auch einmal an. So, und zwar hat hier jemand einfach einen TikTok-Account gemacht für einen Mini-Drucker. Das ist ein klassisches Dropshipping-Produkt. Und ihr seht es hier erstmal, 432.000 Follower, 16 Millionen Likes für einen Account, für ein Dropshipping-Produkt. 279 Millionen Aufrufe. Das ist absurd. Das ist völlig verrückt. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende, Hunderttausende von Euro er mit diesem Video gemacht hat. Also das ist wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen, 280 Millionen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, diese Videos, wir können uns das einfach mal anschauen. Der Ton ist nicht da, das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Also ein Video, was jeder Mensch erstellen kann, da braucht man keine Videoskills für, da braucht man keine teure Kamera für, das macht man mit dem Handy und zeigt einfach nur das Produkt. Das meine ich mit UGC-Videos. Also die sind super schnell und kinderleicht erstellt. Wie viele Sekunden hat das hier? Kann ich das irgendwo sehen? Kann ich jetzt leider nicht sehen, aber das sind ein paar Sekunden, ja? Und das kriegt jeder von euch hin, und wenn wir mal schauen, 33.000, jedes seiner Videos kriegt fünfstellig, sechsstellig. 33.000 Views, 26.000 Views, 15, 150, 47, 100, 103, 460. Und das ist wirklich extrem krass. Denn mit so einem Videos kriegt er so viel Reichweite und ja, verdient damit einfach extrem viel Geld. Und wenn man hier mal schaut, ja, I just buy, run, let go. Also, ne, man sieht auch keine schlechten Kommentare. How long does it take to get to your house, live in Atlanta? Also nur positive Kommentare, und das ist natürlich extrem krass. Er postet ein Video, kriegt er direkt immer zigtausende Aufrufe und macht damit immer ordentlich Kohle. Und hier ist auch sein Shop direkt verlinkt, ne, dass die Leute natürlich, okay, ist nicht privat. Okay, also da gehen wir nicht drauf, aber wahrscheinlich wird er irgendwas mit der Domain gemacht haben. Aber hier ist dann immer der Shop verlinkt, und dann kann man hier direkt das Ganze kaufen. Also das ist natürlich ein sehr, sehr erfolgreicher Account, und ihr seht, solche Videos kriegt jeder hin. Da braucht man keine Skills für. Die sind ruckzuck auch erstellt, also da muss man nicht lange Gedanken machen. So, schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Und zwar Freeze Display, auch hier wieder extrem erfolgreich, 110.000 Follower, 54 Millionen Aufrufe, 58 Millionen Aufrufe. Ja, auch hier jedes Video kriegt wieder tausende Views,
Und auch so ein Video, das kriegt wirklich jeder von euch hin. Ja? Da mache ich mir gar keine Gedanken. Das ist kinderleicht und super schnell zu erstellen. Und ihr seht, wie, how do I get one? Also, where can I buy it? Ja, die Leute sind wirklich extrem heiß drauf. Die finden das Produkt so genial und wollen es unbedingt haben. Und auch hier schauen wir mal, ob wir es hier jetzt geöffnet bekommen. Ja, die internationalen Accounts brauchen ganz schön lange. Aber sieht gut aus. Und hier sind wir dann direkt auf dem Shop und können das Produkt dann direkt kaufen. Ja, 14 Euro, die verschiedenen Größen und können es direkt reinpacken. Ja, also ihr seht, der Account ist direkt verlinkt, der Shop. Und somit kommen halt die Leute auch direkt auf euren Shop und können kaufen. Und wie gesagt, auch hier, ihr seht, jedes Video bekommt zigtausende Aufrufe. 900.000, 300.000, 41, 39 und. Auch wieder extrem erfolgreich. Und er macht immer die gleichen Videos. Er packt einfach irgendein Produkt rein in sein Produkt und das war's. Na, also wirklich ein Video, was 10 Sekunden geht, einfach und dem jedes Mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro einbringt. Dann schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Aber ich denke, ihr wisst jetzt, auf was ich hinaus will. Also das kriegt wirklich jeder hin. Hier haben wir den, das habe ich auch auf Instagram vorgestellt, so ein extrem, ja, was ist das? Kein Föhn, aber ein Lufttrockner, der extrem viel Luft bläst. Auch hier wieder 2,8 Millionen und auch so ein Video. Das kriegt jeder von euch hin. Ihr seht es. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und das meine ich. Das sind User-Generated Content Videos. Das sieht überhaupt nicht nach Werbung aus, sondern er zeigt einfach das Produkt und im Unterbewusstsein macht er natürlich aber Werbung dafür. Ist ja klar. Aber ne, so leicht geht es im Endeffekt. Und sowas baut ihr halt auf. Ihr macht dann einfach Videos und postet die einfach auf sämtliche Social-Media-Kanäle. So. Das im Endeffekt zu der TikTok Product Research Methode. Das heißt, ihr gebt hier so Suchbegriffe ein, sucht euch ein Produkt raus, was euch gefällt. Es gibt ja auch die Winning Product Checkliste. Werde ich euch auch einfach mal hier einblenden, das Video unbedingt einmal abchecken. Denn daran mache ich immer meine Produkte fest, ob die gut sind oder nicht. Und dann ja, bestellt ihr das Produkt nach Hause. Und dann geht's los. Ne? Ihr könnt die Produkte zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch keine Private Agents habt oder keine EU-Händler, über CJ Dropshipping bestellen. Ja, die haben so Lieferzeiten von 7 bis 12 Tagen. Das ist noch okay. Ich sag mal, für den Anfang kann man es noch nehmen. Später ist aber wichtig, dass ihr hier mit Agents arbeitet oder mit EU-Händlern. Und da könnt ihr dann die Produkte bestellen. Ist auch ein Großhändler für Dropshipping, also da könnt ihr dann wirklich sehr, sehr günstig auch einkaufen. Und wenn das Produkt zum Beispiel verschiedene Varianten hat oder verschiedene Farben, bestellt ruhig die verschiedenen Varianten und Farben auch mit, weil dann habt ihr in euren Videos immer so ein bisschen Vielfältigkeit. Ne? Wenn das Produkt zum Beispiel in Grün, Blau und Gelb gibt, dann ist das Video mal ein bisschen anders, das ist immer ziemlich cool. Wenn es das nicht hat, ist das auch nicht schlimm. So, das heißt, ihr bestellt dann das Produkt, ihr sucht hier über TikTok Research das Produkt raus. Dann bestellt ihr das bei CJ Dropshipping. Wenn ihr zum Beispiel auf TikTok ein Produkt findet wie diesen Lufttrockner, dann gebt ihr den auf Englisch bei CJ Dropshipping ein. Dann werdet ihr den mit hoher Wahrscheinlichkeit finden, bestellt den und dann geht's im Endeffekt los. Ihr dreht Kurzvideos vom Produkt. Ja? Wie in diesen simplen TikTok-Videos, die 5 bis 15 Sekunden meistens gehen. Und da habe ich euch auch natürlich nochmal eine Checkliste mitgebracht. Und da produziert ihr Vorrat. Also, dass ihr nicht nur eins macht und dann postet, sondern dass ihr erstmal ein paar auf Vorrat macht. Und zwar ein paar Tipps für Kurzvideos. Die Länge sollte 7 bis 15 Sekunden sein oder 15 bis 45. Ja, es gibt wirklich Kurzvideos, die wirklich kurz sind. Es gibt aber auch Kurzvideos, die etwas länger sind. Das sind so die beiden Ranges. Kommt immer darauf an, was ihr mit eurem Produkt da macht. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne, das ist ganz, ganz wichtig, die liegt bei ca. 2 Sekunden auf Social Media. Das heißt, die Leute hier, die scrollen und scrollen und scrollen. Und das ist halt 2 Sekunden. Stoppen die, weiter. Stoppen, weiter. Und in diesen 1 bis 3 Sekunden müsst ihr catchen. Müsst ihr irgendwie die Aufmerksamkeit der Leute, ja, irgendwie bekommen. Mit einem Pattern Interrupt macht ihr das. Das ist eine Musterunterbrechung. Und zwar, wie das aussieht. Das hatte ich auch schon mal gezeigt. Zum Beispiel, ihr macht jetzt ein Video. Der Anfang sieht so aus, ja, und zieht das schnell weg. Ne, dann denken sich die Leute, okay, wow, ne, dann werden die geflasht. Sowas. Oder zum Beispiel das Handy wird, also das Produkt, ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wird durch die Kamera geworfen. Ja, dann könnt die Videos ohne Gesicht auch machen. Also ihr müsst euch da nicht zeigen, wenn ihr das nicht wollt. Ein Freund, Familie kann irgendwie das Produkt euch zuschmeißen oder ihr springt rein. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die einfach catchen.
Dann zeigt ihr das Produkt in Aktion. Das hatte ich ja auch gezeigt mit diesem Lufttrockner, der dann einfach anfängt zu blasen und der Schnee ist weg. Ne? Da weiß jeder sofort Bescheid, okay, geil. Relativ simpel, kurz gehalten. Benefit zeigen, das ist halt das Benefit zum Beispiel von diesem Produkt gewesen, dass er super schnell und super, ja, mit einer richtigen Kraft ruckzuck den Schnee wegbläst. So, und wenn möglich, Lösung für das Problem darstellen. Also wenn das jetzt ein Problemlöserprodukt ist, dann wäre natürlich cool, wenn man auch die Lösung für das Problem darstellen kann. Das sind so die Tipps für die Kurzliste. Also wie gesagt, die Videos könnt ihr entweder selbst drehen, ja, ihr könnt die drehen lassen, dass jemand euch filmt, ihr könnt euch zeigen, ihr müsst euch nicht zeigen. Also da seid ihr wirklich komplett frei und kreativ. Ne? Und wichtig ist, dass ihr einen Vorrat produziert. Das heißt, wenn ihr einmal anfangt, produziert mal direkt 30 solcher Kurzvideos. Die sind ja, wie gesagt, relativ schnell abgedreht. Dann habt ihr erstmal einen Vorrat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann euch hier nochmal weitere Beispiele mitzeigen. Das ist einmal ein LED-Astronaut-Projektor. Das ist ein Produkt, ja, das ist ziemlich viral gegangen. Und genau, schauen wir uns einfach mal an. Relativ simpel. Er hat es einfach nur aufgestellt, angemacht und das ist schon das Video. Also das ist, wie gesagt, geht 16 Sekunden. Super simpel, zeigt halt einfach das Produkt bzw. den Benefit vom Produkt. Dann haben wir noch hier einmal eine Hundetrinkflasche. Also auch hier wirklich super simpel gemacht, 7 Sekunden. Einfach nur das Produkt einmal kurz gezeigt, der Hund trinkt es, das war's. Also das ist wirklich verrückt und hat 101 Kommentare. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Views, aber das waren auch einige 100.000. Also das ist echt krass. Dann haben wir hier nochmal so einen Fitness-Hula-Hoop-Reifen, auch hier. Wird einfach das Produkt in Aktion gezeigt. Sowas kann man natürlich bei so Fitnessprodukten auch gut machen. Day One sah das so aus, das Ganze. Und jetzt, ja, im Endeffekt das Vorher-Nachher-Ergebnis, vorher hier und jetzt nachher an Day 53. Richtig Power dahinter, abgenommen. Ne? Solche Videos funktionieren natürlich auch immer sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch hier einen Gemüseschneider, der auch einfach das, ja, Das geht relativ lang, 1 Minute 13, da bin ich kein Fan davon. Sowas zum Beispiel kann man schon alles weglassen, weil das jetzt wird das Produkt erst in Aktion gezeigt und das sind 10 Sekunden, aber das Video ist trotzdem viral gegangen. Genau, cooles Produkt auch und so simpel ist das Ganze schon. Wie gesagt, solche Videos kriegt jeder hin, da braucht man keine Skills für haben. Dann, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr den Anfang einfach immer ändert. Das heißt, ihr produziert jetzt ein Video. Ja, einmal geht ihr so rein. Pattern Interrupt zieht raus. Einmal wird das geschmissen. Dann gibt es auch ganz andere Sachen. Ihr habt das Produkt noch in einer anderen Farbe. Dann macht ihr damit, ne? Und könnt da halt immer schon super viele Variationen reinbringen und habt einfach super viele verschiedene Videos. Dann könnt ihr den Hintergrund ändern. Zum Beispiel macht ihr das Ganze jetzt auf einem weißen Hintergrund und danach auf einem roten. Auch da kann man komplett viele verschiedene Videos erstellen. Kameraperspektive ändern. Ihr könnt von oben filmen, von der Seite, von unten vielleicht auch mal. Jemand filmt euch, ihr filmt. Auch da gibt es super viele Sachen. Wenn ihr das schon ändert, da habt ihr sofort hier 10 Videos, hier 10 Videos, hier 10 Videos. Und habt im Endeffekt den Hauptteil gleich gelassen. Schnelle Cuts ist wichtig. Wichtig ist immer, gerade bei diesen Kurzvideos, dass wirklich was passiert. Ja, also hier, wir fangen an. Zack, 2 Sekunden. Dann irgendwie, ich zeige was am Handy. Und dann wechselt das Ganze wieder. Weil ihr habt ja nur 7 bis 15 Sekunden Zeit oder natürlich auch ein bisschen länger. Versucht, viel Power da reinzubringen. Viele Cuts, dass da einfach Bewegung ist, dass die Leute dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, selbst filmen oder auch gefilmt werden von jemand anderem, könnt ihr auch beides austesten und wie gesagt, ihr müsst euch da auch nicht zeigen, ja, könnt ihr aber auch machen, wie ihr wollt. Auch hier diese Kurzvideos-Checkliste, die findet ihr, wenn ihr draufklickt und das Doc-Dokument ist in der Videobeschreibung. So, jetzt habt ihr das alles gemacht, jetzt wird der Shop gebaut mit Shopify, ja, kostet auch 1 Euro im Monat aktuell, für die ersten 3 Monate nur 1 Euro, also fast umsonst, muss man einfach sagen. Und auch hier habe ich euch eine Checkliste mitgebracht, wie man den Shop aufbaut, ist auch verlinkt, gehen wir jetzt nicht durch, habe ich schon mal in anderen Videos gemacht, wird jetzt auch dann wieder hier den Rahmen sprengen. Baut dann, wie gesagt, den Shop auf, das geht super simpel, Baukastenformat, also Shopify hat alles für euch programmiert, alles codiert, ihr müsst da keine Technik-Skills haben, ihr müsst da nicht irgendwie programmieren können, gar nichts, das ist alles für euch schon gemacht, ihr müsst da eigentlich nur den Text einfügen und ein paar Bilder, das war's. So, und dann ist es ganz, ganz wichtig, mindestens 30 Videos auf Vorrat haben, besser mehr, bevor ihr anfangt zu posten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn gerade jede Social-Media-Plattform möchte erstmal schauen, ob du dranbleibst,
wie die Resonanz von der Community ist, von den Leuten. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr erstmal 30 Videos habt. Denn ihr müsst jeden Tag mindestens einmal posten für 1 bis 2 Monate. Das ist ganz, ganz entscheidend. Vorher spielt euch der Algorithmus noch nicht stark aus. Ja? Und umso länger ihr das Ganze macht, umso besser werdet ihr belohnt, umso mehr mag euch der Algorithmus, die jeweilige Plattform, und umso mehr Views kriegt ihr, umso mehr Traffic auf euren Shop, umso mehr Umsatz. Deswegen 1 Monat jeden Tag mindestens einmal posten, besser sogar 2 bis 3 Mal. Und wie gesagt, ihr habt gesehen, ihr könnt den Anfang ändern, ihr könnt die Farbe ändern, den Hintergrund. Ihr könnt da so viel Variation reinbringen, ihr müsst nicht immer ein komplett neues Video drehen. Ihr könnt den Haupttag gleich lassen und einfach nur den Anfang ändern und ihr habt schon wieder ein komplett neues Video. Also diese 30 Videos zu erstellen oder auch 60, 100, das geht ruckzuck, wenn man da einmal drin ist. Und dann auf sämtlichen Plattformen posten für maximale Reichweite. Das ist halt das Coole. Das ist so ein Trick, den machen viele nicht. Viele posten dann nur auf TikTok. Ja, aber das ist doch Quatsch. Ich erstelle ein Video. Ich habe jetzt ein Video erstellt und dieses Video kann ich hier auf TikTok posten, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und auf Pinterest. Und ich habe ja nicht mehr Aufwand, weil ich erstelle ein Video für alle Plattformen. Ich poste einfach nur überall. Und jetzt machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel. Angenommen, ihr postet nur auf TikTok. Jedes eurer Video bekommt 1000 Aufrufe. Das wären im Monat 30.000. Jetzt postet ihr aber auf allen 5 Plattformen und auf allen 5 Plattformen bekommt jedes Video 1000 Aufrufe. Dann sind wir am Tag bei 5000 und im Monat bei 150.000 Aufrufen. Ja, das ist halt verrückt. Und wenn auch da mal ein Video viral geht und das dann auf allen Plattformen, dann habt ihr halt so eine extreme Reichweite und es macht einfach keinen Sinn, nicht auf allen Plattformen zu posten. Und das machen sehr, sehr viele nicht und deswegen könnt ihr da auf jeden Fall auch der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Das heißt, ihr erstellt ein Video und könnt es auf allen 5 Plattformen posten, ohne einen Mehraufwand zu haben. Das ist einfach genial und das ist alles komplett kostenlos. Wie gesagt, ihr bestellt euch einmal das Produkt nach Hause. Ja, ihr müsst da kein Geld für die Accounts bezahlen, kein Geld für die Videoerstellung, für gar nichts. Also wer das nicht macht, wer das nicht nutzt, der ist einfach selber schuld. Der ist einfach zu faul, das muss man einfach sagen. Weil es gibt ja keine Ausreden. Jeder kann die Produkte suchen, ich habe es euch hier gezeigt. Jeder kann diese Kurzvideos erstellen, ich habe es euch hier gezeigt. Jeder kann den Shop aufbauen, das habe ich euch hier gezeigt. Also es gibt keine Ausreden. Ja? So, konstant durchziehen für 1 bis 3 Monate, danach werden die Accounts explodieren. Das ist einfach so, umso länger du das Ganze machst, umso mehr wird sich der Algorithmus, die Plattform belohnen. Du bekommst nicht nur Traffic auf deinen Shop. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, du bekommst Traffic auf deinen Shop, du bekommst Sales auf deinen Shop, du bekommst E-Mails, die du sammelst. Aber was auch extrem wichtig ist, du bekommst Follower und Reichweite. Das heißt, dein Shop, dein Unternehmen wird immer bekannter und immer größer. Das ist eine komplett kostenlose Marketingmethode und ideal kombinierbar mit E-Mail-Marketing und Influencer-Marketing. Das ist einfach so, wenn du E-Mail-Marketing nutzt, Influencer-Marketing nutzt und Content-Marketing nennt man es oder Social-Media-Marketing, diese 3 Marketing-Tools, die sind alle fast kostenlos. Also das kann jeder machen. Dann kannst du dir damit ein extremes Imperium aufbauen. Ja, es ist einfach so. In der heutigen Zeit, wer diese Chance sich nutzt, der ist selber schuld. Ja, und das ist im Endeffekt schon alles. Also diese Strategie, die nutzen viele einfach nicht, weil sie ja Angst haben, ich weiß nicht, was ich für Videos erstellen soll oder weil sie einfach wieder zu faul sind. Und deswegen, das hier einfach mal umsetzen und machen, es kostet dich, wie gesagt, so gut wie nichts. Ja, du hast kaum Kosten, 50 Euro maximal mit der Gewerbeanmeldung, dann ist das Ding durch und dann kannst du das Ganze einfach mal machen. Ja, und glaub mir, wenn du da mal wirklich 1-2 Monate konstant dran bleibst und jeden Tag so ein Video postest oder vielleicht noch mehr, glaub mir, dann wirst du diese 350 Euro Profit am Tag ohne Startkapital mit Dropshipping relativ schnell erreichen. Das ist so. So. Bonus noch für alle, die sagen, hey Nico, vielen Dank, mega geil. Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr wissen. Ich will nochmal die Extrameile gehen, will einfach noch größer werden, will das Ganze noch größer aufbauen. Ja, schau dir gerne mal hier meine Website an und wenn du sagst, hey, du hast Bock, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann können wir schauen, bewirb dich gerne mal und dann gucken wir, ob ich und mein Team dir helfen können. Oder vielleicht auch nicht. Wie gesagt, wir können nicht jedem helfen. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Wir haben weit schon über 500, 600 erfolgreiche Teilnehmer ausgebildet, denen wir helfen konnten. Und wie gesagt, Dropshipping ist kein Hexenwerk. Wenn ihr euch das hier mal angeschaut habt, das kriegt jeder hin. Wichtig ist einfach, dass du die Voraussetzungen erfüllst. Das heißt, du brauchst Zeit, 30 bis 60 Minuten am Tag. Du brauchst Motivation, du brauchst ein Ziel vor Augen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Nicht einfach sagen, ja, ich möchte ein bisschen nebenbei verdienen, einfach mal gucken. Dann lass das Ganze sein, denn
wenn du dir ein Business aufbaust, gibt es immer Höhen und Tiefen. Ja, das ist einfach so. Und wenn da Probleme sind, möchte der Mensch immer schnell aufgeben und davor weglaufen, ja, weil es einfach unangenehm ist, man muss die Komfortzone verlassen. Und deswegen ist es wichtig, dass du ein starkes Ziel vor Augen hast. Und wenn du das nicht hast, dann ja, wird schwierig. Das weiß ich einfach. Und natürlich auch das Budget. Und wenn du das hast, trag dich gerne ein, dann können wir das schauen. Ansonsten, das wichtigste Video, was jeder gesehen haben muss, in 30 Tagen zum ersten Umsatz mit Dropshipping, eine Komplettanleitung. So eine Komplettanleitung for free gibt es nirgendwo im Dachraum. Die ist wirklich unglaublich. Schau dir die unbedingt an. Ansonsten auch das Video nochmal anschauen, das ist ein bisschen kürzer. Das ist eine Kurzanleitung mit Kostenaufstellung, welche Kosten auf dich warten. Vor- und Nachteile nochmal von Dropshipping. Ansonsten check gerne meinen Instagram-Kanal auch ab für noch mehr Content, meinen YouTube-Kanal und meinen Podcast, wo einmal die Woche eine Folge kommt. Und nochmal zur Erwähnung, mein Unternehmen ist vom TÜV Rheinland zertifiziert. Ja, also ich wurde komplett unter die Lupe genommen, mein Unternehmen. Dass du auch sicher gehen kannst, dass meine Strategie, meine Prozesse zu 100% funktionieren. Und ansonsten lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.